Moin moin, liebe Besucher, ich darf mich vorstellen. Friedrich Wilhelm Schumacher. Einigen von Ihnen vielleicht auch als Fritz Schumacher bekannt, 1869 in Bremen geboren. Dieses Haus wurde nach meinen Entwürfen von 1908 bis 1910 errichtet. Es beheimatete anfangs die erste deutsche Handelshochschule. 1948 wurde es dem Andenken der Geschwister Sophie und Hans Scholl gewidmet. Erst seit 1995 befindet sich hier das Institut für Kunstpädagogik. Während meines Architekturstudiums arbeitete ich hier in Leipzig im Stadtbauamt und wurde 1896 nach meinem Studium übernommen. Doch schon 1901 wurde ich als Professor an die Technische Hochschule Dresden berufen. Dort gehörten unter anderem spätere Brücke-Künstler wie Max Pechstein zu meinen Schülern. Meine Tätigkeit als Hochschullehrer sowie meine Begeisterung für John Ruskins kulturkritische Impulse veranlassten mich früh dazu, die Rolle des Architekten in unserer damaligen Gesellschaft zu überdenken. Denn ich war der Überzeugung, dass an die Bildung des Architekten bedeutsame neue Anforderungen gestellt wurden. Deshalb gründete ich den Deutschen Werkbund mit. Und das Geschwister-Scholl-Haus ist, wie ich finde, ein herausragendes Beispiel unserer Auffassung der Reformarchitektur, der Verbindung von Funktion und Form. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Erkunden.